Also, willkommen zurück. Da steht jemand, den wir kennen. Sieh an, sieh an, es ist eine Weile her, dass ich in einem alten Corin... dass ich einem anderen Corin begegnet bin. Ein junger Kerl wie du sollte sich nicht in dieser Gegend herumtreiben. Was machst du hier? Hast du dich verirrt? Möchtest du einen Blick auf dein Inventar werfen, auf mein Inventar werfen? Vielleicht habe ich das ein oder andere dabei, das interessieren könnte. Wir versuchen ein Luftschiff zu bauen. Möchtest du mit uns kommen? Oh nein, nein, nein. Diese Dinge, diese Luftschiffe sind, die sind nicht so mein Ding. Ich habe schon so oft Trümmer von so einem herumfliegen sehen. Ich habe mehr auf dem Boden verteilt, als am Himmel fliegen sehen. Okay, was hast du denn im Inventar? Selbstverständlich. Ich habe ein paar andere Dinge, die dich interessieren dürfen. Ja, ja, zeig mir doch. Haha, meine Ware ist durchweg von allerbester Qualität. Mann. Oh, das Ding. Dann können wir mit den antiken Niederschriften durchlesen. Aber wollen wir das? Ja, komm, machen wir es. Vielleicht wird das wichtig. Das habe ich jetzt aber nicht im Inventar drin, ne? Nee. Sehr gut. Gut, der will nichts von uns wissen. Ich gucke mich mal um. Wo sind wir? Wir sind jetzt oben auf der Oberseite. Geschlachtet. Ein Teleporter! Ich komme hier auch wieder hoch, ne? Ja. Sehr gut. Nice. Damit können wir wieder zur Stadt zurück. Da ist auch eine Feuerstelle. Eine Truhe. Oh Gott, was ist denn das? Kristallschmuckstück, es sieht sehr zerbrechlich aus, könnte aber einiges wert sein. Also was zum Verkaufen, gut. Bleib mal eben da unten liegen. Tada. So. Ach, der kommt ja nicht hoch, genau. Warte mal eben. Jetzt kommt sie hoch. Da haben wir schon drei von den Dingern. Gut. Ich will mich noch weiter umsehen, weil das impliziert ja schon fast, dass hier, wenn hier ein Teleporter ist, dass wir auf dem anderen Weg wieder zurück sollen. Andererseits, wir könnten auch das Inventar mal kurz leeren und verkaufen. Das ist ganz, ganz praktisch. Dann können wir auch speichern dort an der Stelle. Komm mal mit. Der Pilz ist diesmal weg. Möchtest du vor oder aufstellen oder interessante Gegenstände gefunden? Okay. Kannst du mir ein Inventar zeigen? Ja, ich habe nur noch das hier. Ich sehe, hast du ein Kristallschmuckstück gefunden. Das sieht sehr alt aus. Willst du es mir zeigen? Vielleicht kann ich jetzt. Kann ich dir mal Kreuz dafür geben? Ja, ja. Genau das will ich hier machen. 90 direkt. So, jetzt will ich mal gucken, ob man diese drei Blüten hier reinschmeißen kann. Oh, die kochen tatsächlich. Azuraufguss. Ha! Wird von Wächtern und Speeren verwendet und kann den Anwender einmal wiederbeleben, nachdem er alle Lebenspunkte verwaltet. Praktisch. Aber wahrscheinlich nur, wenn er im Inventar des anderen ist, ne? Dann schmeißen wir das mal weg. Tauschen wir quasi das aus. So. Wenn ich das da... Shit! Oh, das war dumm.
war wirklich dumm. Interessant, jetzt habe ich einen Soundbug. Falscher Charakter. Ah, jetzt geht's wieder. Ja, bla 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 bla. Bla 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 bla. Okay. Man kann die also nicht benutzen. Okay, mein Questlog sagt sowieso nur das eine da. Oh, das Luftschiff sieht schon krass aus. Wir uns wieder in die andere Welt. Können wir die auch mitnehmen hier? So, die sind nicht wiederbelebt. Dann gucken wir mal, was hinter ihm ist. Ah, die liegt aber auch schon länger hier. Na toll. Oh, da fällt mir ein, ich brauche hier Pfeile. Zurück. Pfeile hat er nicht. Wo ist denn er da? Die ist da drüben geblieben. Bin ja wieder da. Geh ich mal eben ein paar. Ah ja, doch. 30 Pfeile für 4. Das ist gut. Achso. 4 pro Stück. Oh, das ist aber teuer, doch. Na ja, gut, ich nehme mal ein paar mit. Ich brauche nämlich gerade welche. Puh. So, jetzt habe ich 21 Pfeile. Ich versuche mal mit Magie gleich umzugehen. Machen wir das mal so. Läuft er nämlich schön vor und kann kämpfen. So, bin ich mal gespannt. Hier waren wir noch nicht. Ah, hier wird Radel sein. Glaube ich, Gift drauf nehmen. Arkantos Tempel. Sieht ja nett aus hier. Ein Speicherpunkt. Was haben wir denn da unten? Eine Kiste, das darf sich Radel mal anschauen. Nicht Radel hier. Dingensen. Ich brauche etwas, womit ich das Feuer entzünden kann. Ein tolles Geräusch.
Was macht das? Ach so, es lässt das Wasser ab. Okay, einer muss denn hier stehen bleiben, während das Feuer brennt. Ja, okay. Na, das wird ein lustiges Rätsel hier. Da kommen wir nicht hoch, da oben ist das Feuer. Wir müssen also schon von hier rüber. Was sind für neue Sätze? Da ist schon mal Feuer. Okay. Oh, das wird ja interessant. Sieht nach Bosskampf aus hier. Und da fehlt doch schon was. Zeug, was wir einsammeln müssen. Ja, deswegen auch das Rätsel wahrscheinlich rechts. Gut, ich muss das Feuer von hier darüber bringen. Das geht so aber nicht. Okay, ich muss links weiter. Wir kriegen jemanden also, der an diesen Haken hängen kann oder da was machen kann. Dann kann Raider nicht mehr weit sein. Guck mal, wie der Gegner sich da schon hin positioniert. Du musst dich niemals allein fühlen. Der Horizont ruht in dir und dort wirst du dich immer finden. Interessant. Au. Tasche voll. Der Wächter von Azur, Kapitel 3. Kindal war ein Krieger mit starken Idealen und herausragenden Fähigkeiten im Kampf. Während des Angriffs auf Kinara kämpfte er an den vorderen Verteidigungslinien. Sein Mut übertrug sich auf die Garde der Queens, sodass diese den angreifenden Ullakorden standhielten. Kindal war im Lande der Norden, die abgelegenste Region als das Gebiet, das er beschützen wollte. Hä? Also er wählte. Hier bildete er die... Fick dich. Fick dich! Penner! So, er sieht dazu aus, wenn wir so darauf vor, im Namen des Vermächtnisses des Queens zu geben. Darf ich nichts zu Ende lesen hier, oder was? Was macht der? Ich brauche hier Doppelsprung. Hier, die mich in Eis einfrieren. Ah, nicht schlecht. Okay. Mal Feuer. Hier muss ich also schnell rüber.
Oder vielleicht nicht. Nee, ich kann das Feuer hier einfach reinschmeißen. So, damit habe ich die Abkürzung frei. Ja, daran müsste jetzt eigentlich rüberkommen können. Jesus. Das Wasser muss ganz schön kalt sein. So, wir können hier unten das auch. Ach so, nee. Was war das denn gerade für ein Effekt? Sag nicht, dass es Feuer, was nicht unendlich ist. Wahnsinn. Komm, schieß. Komm's. Das war mal dicker. Okay, vielen Dank fürs Zusehen.